Hallo und herzlich willkommen zurück. Hecht 2 des Tages. Diesmal Marcel Hansen, der Glückliche. Wer auch? Die Schnur läuft und läuft und läuft. Aber es ist ein großer Köderfisch. Das ist ein ganz großer. Oh, hinter meinem Schwimmer ist er schön. Ich will mal meinen lieber rein. Ich will mal noch ein bisschen filmen. Weil der Engel wieder überall im Weg steht. Aber schönes Gewässer. Schön, schön, schön. Bis ist es halt aggressiver. Genau an der Kante hier von den Bissen. Denken Sie das? Das machst du hinüber. Die Bisse sind halt aggressiver. Ja. Liegt es an der starken Sonne, an den hohen Temperaturen? Oder an den toten Köderfischen? Das denke ich. Dahin ist er, sieht er auch wieder. Boah, Alter, der raubt immer noch. Der ist wieder reingeschossen. Ja, hast du gesehen? Ja. Da war aber nicht dein Schwimmer, oder was? Doch, der kam hoch. Oh, dann würde er wahrscheinlich auch schon haben. Oder er saugt noch mehr ein. Naja, wir wollen mal gucken. Der große Schnurrbogen drin. Ah, jetzt hänge ich hier wieder in der Scheiße. Naja, lass es mal. Das befreit sich selber. Lass es straff werden. Denk an deine Wirbel. Steht er, das frisst er bestimmt, hat ihn auch vorgeschleppt. Ja, der hat auch noch mal gefressen zwischendurch. Ja, das ist vielleicht ein bisschen erschrocken. Echt große Schnurrbogen. Ja. Was soll's? So ist es. Am Rohr weggenommen, hä? Hast am Rohr weggenommen. 5 Meter vor uns. Ja. Das ist absolut, da hat noch mehr Potenzial, der See. Warum? Jetzt frisst er nicht, denke ich. Das war doch nicht hinterwürgen. Wir müssen ja aufpassen. Sehr großer Köderfisch. Wir sitzen hier voll in der Scheiße. 10 Bier jeder schon hinter. Wir lauern alle nur noch Sülze. Da drüben steht der Captiva. Die Polizei war heute noch nicht hier, glücklicherweise. Gestern Abend beim Zanderangeln haben wir wieder Begegnungen mit holländischen Karpfenanglern gehabt, die uns gleich mal wieder vollgesülzt haben. Ja, haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass es ein Sport ist. So ist es. Aber wir haben denen darauf aufmerksam gemacht, dass wir den Fisch trotzdem mit nach Hause nehmen. Und wir haben kein Geld. Irgendwas müssen wir ja essen. So ist es. Naja, dann warten wir mal nicht mehr lange. Ich weiß es nicht. Das läuft schon ganz gut. Ja, was soll's. Wir werden mal den Anhieb setzen. Da ist so ein gewisser Profi angelt im Sitzenhecht. Jawohl. Im Sitzenhecht angeln. Na dann, 1, 2, 3 und hoppa. Hängt. Fisch hängt. Jetzt habe ich an. Fisch hängt. Oh, geil. Das war wieder schöner. Ich habe mir das Video noch gar nicht gestern angeguckt, wie meiner rausgekommen ist. Da kommt er. Hast du die Ratte noch belöffnet? Da wird noch mal losmachen, denke ich. Oh, ist wieder ein schöner. Ist das gleiche nochmal, den wir gerade halten? Nee. Willst du selber landen? Oh, da hängt auch wieder knapp. Er kämpft nach Leibeskräften.
Boah, Petri heil. Petri dank. Oh, solche Videos kann man denn so noch nicht setzen, ey. Lüb, was mit dem Fressen kommen, gleich in der Ecke gepfeffert. Hat oben auch eine Verletzung auf dem Rücken. Ja. Und hier ist es mal richtig. Hier ist noch das Monster von Weikernsee drin. So, ist gut. Sehr schön. Wir verabschieden uns erst nochmal. Bis gleich. Bis gleich.